Dicks Blechle, mein Schatz, ist schon wieder viel schneller als ich mit der Cam. Und so? Ja. Schatz schneidet jetzt Schweinefilet in schöne Scheiben. Und was wir machen, das sage ich euch jetzt. Tja, Freunde, so kann es mal wieder gehen. Ich war zu langsam. Aber was machen wir? Es wurde ja schon allerhand in Töpfen geschichtet. Und wir schichten heute einmal Filet im Topf. Ja, Schichtfilet. Alles Weitere da drüben, sobald Schatz fertig geschnibbelt hat und die restlichen Zutaten da sind. Leute, ich muss mich jetzt beeilen. Schatz hat gesagt, feuer die Kohlen an. Mache ich natürlich sofort. Also, wir haben hier jetzt noch Zwiebeln, an Räucherknoblauch, den ich mal in Sindelfingen mitgenommen habe. Kann man auch ganz einfach rein theoretisch selber machen, aber ja, so mit dem Räuchern hatte ich es noch nicht. Dann habe ich das Wanted Wild West von Roy Spice als Gewürz fürs Fleisch nachher. Ein bisschen Bacon, ein bisschen Butterkäse. Ja, und wie viel ist es nicht? Was nehmen wir für einen Topf? Den FT1. Der wird jetzt erst einmal dann schön mit Bacon ausgelegt und ja. Ich gehe jetzt aber Kohlen anzünden und bis ich wiederkomme, hat wahrscheinlich mein Schatz hier schon ein bisschen weitergemacht. Wir werden es sehen. So, Freunde, mein Schatz hat herrliche Vorarbeit geleistet. Wunderbar. Ich schnapp mal hier jetzt ein bisschen was von dem Gewürz. Ihr könnt natürlich auch jedes andere Gewürz nehmen, was euch gefällt. Es ist übrigens mal wieder so ein Video nach Feierabend. Das sollte eigentlich schon reichen. Jawohl, ein klein bisschen kann man noch dazugeben. So, aber jetzt ist genug. So, dann den Bacon. Den Topf legt man natürlich schön aus mit Bacon. Ihr wisst ja, Baconsaft gibt Manneskraft. Und dann schichten wir, wer hätte es gedacht, unser Fleisch und unsere Zwiebeln, wie auch im großen Topf, ganz genüsslich da rein. Zwischendurch immer ein bisschen was von dem Knoblauch. Aber ich glaube, da hat eine Zwiebel fast ausgereicht. Aber wahrscheinlich nur fast. Aber das macht nichts. Irgendwie kriegt man das Zeug schon rein. So. Muss ich bloß aufpassen, dass ihr das auch wunderbar sehen könnt. So, den restlichen Knoblauch noch oben drüber verteilen. Ich sag's euch, der Knoblauch. Ich freue mich schon morgen auf die Arbeit, um die Kollegen zu ärgern. Dann tun wir hier jetzt noch ein bisschen andere Zuckerkäse mit rein. Sozusagen käsig überbacken. Ja. Und dann schließen wir unser Bacon-Schild. Anfangs wollte ich ja noch eine Barbecue-Soße mit rein tun, aber nö. Voila! Alles im FT1. Leckeres Essen für zwei Personen. Leute, wir können hinausgehen. Ja. Zu den Kohlen, zum Dutch-Ofentisch. So, Leute, dann wollen wir mal. Ich habe hier wieder diese fähigen Kohlen genommen. Müssen auch weg. Ganz durch sind sie noch nicht, aber sollte ausreichen. 2, 4, 5, 6,
7 oben, 1, 2, 3, 4, 5 unten. So, das sollte jetzt auf alle Fälle ausreichen, hoffe ich zumindest. Ja. So viel Erfahrungswerte habe ich ja auch nicht mit dem FT1. Ja, und dann würde ich mal sagen, lass mal das Ganze mal so eine Stunde, maximal eineinhalb Stunden. Na, ja, komm, den legen wir einfach so noch mit drauf. Eine Stunde, maximal eineinhalb Stunden unter Glut. Gut, Leute, wir sehen uns nachher dann wieder. So, Freunde, etwas über eine halbe Stunde ist mittlerweile vergangen. Ja, eigentlich fast eine Dreiviertelstunde. Ich muss da jetzt einfach mal reingucken. Nicht, dass uns hier drin, ja, der Bacon verkohlt. Da schauen wir lieber zwischenzeitlich mal kurz rein. Oh ja, ja, ja. Na, das ist ja ganz gut. Ganz gut schaut das aus. Geil. Sehr geil. Kohlen wieder drauf. Und abwarten. So, Leute, eine klitzekleine Planänderung habe ich jetzt mal wieder. Ich denke mal, das dürfte funktionieren. Wenn nicht, wäre es blöd. Das muss funktionieren. Erstmal die ganzen Kohlen runter. Und. Ja. Wie mache ich das jetzt am besten? So. Jawohl. Oh, sieht das gut aus. Leute, und es riecht. Boah, das riecht mal verdammt gut. Also etwas über eine Stunde war es jetzt drin. Und ich probiere jetzt den kompletten Eumel hier rauszubekommen. Na komm. Bitte, 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 bitte funktioniert. Ne, funktioniert nicht. Oh, jetzt bräuchte ich eine zweite und eine dritte Hand. Oh, verdammt. Zumal ich ja diese Schüssel hier nicht unbedingt in die Asche hier reinstellen will. Also ich will jetzt den kompletten Brocken in diese kleine Warmhalteschüssel reintun. Jawohl, geil, Omar. Sehr geil, sehr geil. So, das brauchen wir hier jetzt. Und dann hauen wir hier jetzt in das Sötchen sozusagen noch einen Schmand mit rein. Und zwar tutti completo. Becher. So. Schön erhitzen, dass sich das alles gelöst hat. Und dann haben wir auch noch ein leckeres Sößchen dazu. Ich habe nämlich im Schrank gerade noch Steinpilznudeln gefunden und die gibt es dazu. So. Kurz aufbrodeln lassen, nochmal durchrühren. Reingehen. Ich bringe jetzt schon mal die Tupperdose und die Cam rein. So, Freunde, mein Teller ist befüllt. Hier unten. Ja, und den zeige ich euch jetzt noch. Und dann gibt es auch das Probiererle. Ta, 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 ta. Ja, so sieht's aus. Steinpilznudeln. Das, ja,
Süßchen dazu, Gurkensalat und unser Schichtfilet. Ich schneide mir jetzt ein Bröckchen zurecht und dann probieren wir. So Leute, Fleisch, Zwiebel, Bacon. Herrlich. Ich kann gar nicht aufhören. Jetzt hätte ich mich was verschluckt. Leute, wir sehen uns nachher noch zum Fazit. Leute, ich bin vollgefuttert bis oben hin. Und wir haben gerade maximal die Hälfte verdrückt von dem kleinen FT1. Es ist der Hammer, was da reinpasst. Och, das Handy regt mich langsam auf. Also, wie gesagt, extrem lecker, wirklich. Auch wenn es vielleicht etwas viel Zwiebeln drin waren. Aber es war noch in Ordnung. Der Räucherknoblauch da drin. Oh, lecker. Einfach nur lecker. Hust, hust, hust. Naja, schneide ich jetzt nicht raus. So Schatz, möchtest du noch was dazu sagen, außer dieser geniale Knoblauch da drin? Nein, war sehr gut. War sehr gut? Ist das alles? Ja. Unsere Zuschauer wollen aber noch was hören von dir. Ja, hätte ich die Zwiebeln hobeln dürfen, wären sie feiner gewesen. Aber nö, die große Chunky wollte sie grob geschnitten haben. Und sie waren jetzt halt noch knackig. Tja. Eine halbe Stündle mehr hätte da auch noch Wunder gewirkt, aber im Großen und Ganzen haben wir jetzt halt noch etwas knackigere Zwiebeln drin gehabt und das war gut so. Gut. Nachmachen, selber ausprobieren, absolut kein Hexenwerk. Und wie gesagt, für zwei Personen reicht der FT1 locker aus, außer ihr wollt eine Woche an am Essen dran rumfuttern. Okay, Freunde, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis denne. Ciao. Ach ja, Daumen nicht vergessen. Und voilà. Fertig. Wer? Schicht Cordon Bleu auf Grill-Junkie-Art. So, und jetzt habe ich ganz böse gesabbert.